Hallo liebe MMA oder Maske-Soldaten und herzlich willkommen bei der nächsten Folge Cage Talk. Heute Folge 74 mit Jakub und Julian. Wir haben hinter uns Octagon 62, legendäre Octagon 62. Und heute lasse ich die Frage, wie es dir geht, erstmal nicht aus. Aber wie ist das Wetter in Bad Honnef, das lassen wir auf jeden Fall diesmal raus. Denn interessiert mich, wie geht's dir, Julian, und wie ist die Stimmung bei dir so nach dem Octagon 62? Boah, also mir geht es eigentlich ganz gut, ein bisschen auch angeschlagen, aber ich glaube, es ist halt nun mal so, nach so einem Event, nach so einem langen Wochenende, sage ich mal, Stimmung ist ganz gut, ist halt jetzt, sage ich mal, alles vorbei, aber bei mir ist eh noch die Stimmung hoch, weil ey, am Wochenende, darüber müssen wir auch auf jeden Fall diese Folge auch noch sprechen, ist auch noch The Cage in Braunschweig, darüber kommen wir noch später zu sprechen, aber ja, danach fliege ich nach Abu Dhabi, also Stimmung ist immer noch gut. Von daher, ja, wie sieht's bei dir aus? Ja, bei mir alles gut. Ich bin noch kranker, als ich schon krank war, auf jeden Fall. Ja, kann man auch damit anfangen, warum das so ist. Das Ding ist, ich wusste es, oder wir wussten es auch, ne, dass es am Stadion kalt sein wird. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, mich hat es ziemlich erwischt. Nicht nur mich, viele Leute, die ich kenne, die wurden krank nach dem Event. Das Wetter war kacke. Danach mussten wir auch noch, ne, bisschen zu Fuß laufen in Regen. Aber es war auf jeden Fall es war das wert, es war erlebniswert. Und wir haben einfach mal ein großartiges Event 62 hinter uns. Und die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Tja, wie geht es weiter, ist die Frage, ne? Erstmal mit Bratislava und dann München. Aber dann mal sehen, wie gut die Events verlaufen, jetzt nach diesem riesen Event, nach dem Höhepunkt kann man sagen. Aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, über das Event zu sprechen, oder? So ein bisschen Ja, rückblickmäßig. definitiv, aber mich interessieren genau deine Eindrücke von dem Event. Wie hast du das wahrgenommen? Was ist dir da besonders aufgefallen? Was hat dir da gefallen? Was hat dir nicht so gefallen? Sag du mal ein bisschen was dazu, wie du das wahrgenommen hast, diesen Event. Ja, das Event an sich war Bombe. Also ich glaube, kann man eigentlich nichts anderes sagen. Volle Hütte, ausverkauftes Stadion, klar, ein bisschen kalt, aber war schon ganz cool. Es war auch recht schnell, schon sehr, sehr schnell voll, sag ich mal. Immer so, der einzige Kritikpunkt ist vielleicht, dass die Stimmung, ich habe sie die Stimmung ein bisschen, von der Stimmung ein bisschen mehr erhofft tatsächlich. Das haben mir auch schon viele gesagt. Die Stimmung war nicht das, was man vielleicht erwartet hat von 60.000 Leuten. Aber ja, wir sind halt immer noch in Deutschland, so was erwartest du, sag ich mal, von den Leuten, viele Neulinge, so viele, die das erste Mal auf einer MMA-Veranstaltung gewesen sind, deswegen, ja, ist halt nun mal so, aber trotzdem viele Gänsehautmomente auf jeden Fall, vor allem auch im Main-Event, das war schon was ganz Besonderes, ja, war schon okay, sag ich mal so, aber also ich sag mal so, es war für mich nicht mein bestes MMA-Erlebnis, wenn ich dir ehrlich bin. Das war es nicht, muss ich ehrlich gesagt so sagen. War nicht mein bestes MMA-Erlebnis. Ja, klar. Ja, man muss aber auch sagen, warum, du hast es schon mal erwähnt, waren sehr viele so Casual-Fans dabei. Aber das ist auch richtig so, weißt du. Ich glaube, das wollte Octagon auch mit dem RTL-Deal einfach mal erreichen, so viele wie möglich, ne? Auch neue Zuschauer zu gewinnen. Es hat sich auch bemerkbar im Stadion gemacht, auch bei der Stimmung. Obwohl, wenn man jetzt überlegt, am Max Holzer seinen Kampf, da ging die Stimmung schon mal richtig ab. Ja, Mann. Vielleicht hat das einfach, vielleicht hat das Stadion einfach mal gebraucht, so ein Max Holzer, weißt du, für den Start, damit das so halt gut läuft und dass die Leute jubeln. Aber wie gesagt, das ist gut, dass es viele neue Leute zum Sport kommen. Es ist doch schön, das wollten wir doch immer. Wir merken das selber auch bei uns auf Instagram, dass da einige neue Zuschauer dazu kommen. Oder sage ich mal, ja, Zuschauer und Follower und Abonnenten und Supporter, man kann es nennen, wie man es möchte. Es sind einfach neue Leute, die sich mit dem Sport gerade auseinandersetzen. Ich glaube, die sind auch bei uns richtig dabei. Genau. So, das sind die Eindrücke von dem Octagon 62. Lass uns mal direkt über die Fightcard sprechen, weil die Fightcard war auf jeden Fall sehr geil. Hat mit einem richtigen Kracher gestartet. Und zwar, es war der Kampf zwischen Michael Degashek und Denis Ilbay. Wir haben Finish gesehen, so wie wir das auch predicted haben. Ich glaube, der Denis Ilbay, sein Papa, ist einfach
bisschen sauer auf mich, weil ich eine andere Prediction gegeben habe, als er vielleicht hören wollte. Aber liebe Grüße gehen übrigens raus an Dennis, sein Papa, sehr sympathischer Typ. Nichtsdestotrotz, das ist halt, wie gesagt, das ist Podcast. Wir möchten das auch mit Julian manchmal spannend machen. Manchmal treffen wir uns mit unserer Prediction, manchmal nicht. Und es ist kein Gewicht draufgelegt, sage ich mal, auf unsere Aussagen. Also genau, so viel dazu wollte ich noch sagen. Wir haben einen sehr guten Kampf gesehen. Wir haben gesehen, dass Michael Degashek nicht unbedingt, sage ich mal, in Stand-Up kämpfen wollte oder hat sich so abgetastet mit Dennis in Stand-Up. Dann griff er schon direkt nach einem Takedown. Hat mir auch ganz gut gefallen in dem Kampf zum Beispiel. Aber er meinte ja, oder ich wusste das ja, dass er ein wenig verletzt ist an sein Knie. Was ist dann weiter gefolgt? Was ist dann passiert, Julian? Du kannst es übernehmen. Ja, Dennis hat ihn in einer guten Linken erwischt, die ihn auch runtergeschickt hat, das Ding auch gefinisht hat recht schnell. Ja, Michael, wie gesagt, sein Knie, das war auch schon ein bisschen länger bekannt, ist halt einfach, sag ich mal, kaputt. Ich glaube, einer der Calf-Kicks von Dennis hat das dann komplett zerstört. Das Knie, ich glaube, Bänder sind da gerissen und alles drum und dran. Das hat man auch ganz gut im Kampf gesehen, wie das Bein einfach so umgeknickt ist, ohne Widerstand. Ja. Dennis das Ding gut ausgenutzt, das Ding gefinisht dann auch in der ersten Runde. Und ja, den nächsten Sieg bei Octagon eingeholt, zwei Stadion-Events, zwei KOs. Besser wird es, glaube ich, nicht mehr. Und guter Sieg für Dennis, hat er sich verdient. Für Michael natürlich schade, aber ja, vor allen Dingen mit einem kaputten Knie und so weiter und so fort. Er soll jetzt nicht die Leistung von Dennis schlecht reden, soll es sich gar nicht anhören. Aber der hat super gemacht. Ja. Aber für ihn natürlich auch schade. Er hat ja gesagt, er möchte vielleicht München noch so als Abschiedskampf, sage ich mal, noch mitnehmen und dann auch seine Karriere beenden. Auch aus Grund gesundheitlicher Sicht ist, glaube ich, auch besser. Ja. Ja. Ja, definitiv. Also ich sage nochmal kurz zu dem Kampf, das sind keine Ausreden. Jeder geht in den Kampf, ob man verletzt ist oder nicht. Er hat auch heute gepostet und wir haben quasi Beitrag draus gemacht, ne? 38.000 oder 35.000 Euro an Sponsoren, die ihn unterstützt haben. Der wollte den Kampf unbedingt machen. Aber wie gesagt, guck mal, der Dennis hat ihn verletzt, wenn man so überlegt. Ne? Das war genauso wie Keita gegen... hilf mir. Legerski. Gegen Legerski, ja. Legerski meinte, ich habe mich verletzt in dem Kampf. Aber Keita hat gesagt, ich habe dich verletzt. Und das war hier auch so, ne? Der Dennis hat ihn einfach erwischt. Und dann hat er gemerkt, dann kam so dieser Killerinstinkt, ah, okay, da ist die Schwachstelle. Ja. Sehr schön. Dann weiß ich, wo, wie ich den Kampf jetzt weitermachen soll. Hat verdient gewonnen, sehr schöne Leistung gezeigt und auf jeden Fall einen sehr guten Kampf abgeliefert, die beiden. So, yes. Damit können wir direkt Überbrückung machen zum nächsten Kampf. Wir haben beide so ein bisschen gelacht. Guck mal, der verrückte Degashek steht in der Ecke von Hafeni, der läuft mit ihm ein. Das ist echt einfach Wahnsinn für mich auch mal ein bisschen gewesen. Ja. Hafeni Nafuka versus Arian Topalay. Sag ich mal, wir haben beide etwas anderes erwartet. Ich glaube, die Zuschauer haben was anderes erwartet. Dementsprechend haben die auch darauf reagiert mit dem Pfiffen und so. Ich muss für mich sagen, um ein bisschen auch Hafeni in Schutz zu nehmen, das ist mal MMA. Das gehört dazu. Solche Kämpfe gibt es auch. Es ist Bodenkampf. Jeder wendet seine starken Sachen an bei dem Gegner. Und wenn der Gegner keine Antwort darauf findet, dann wird er höchstwahrscheinlich verlieren. Und es war halt nichts anderes in diesem Kampf, ja. Der Hafeni sehr gut am Boden, hat wirklich geschafft, den Arian Topalay, sag ich mal, drei Runden zu kontrollieren. Weißt du, was mir aber gefällt? Gefällt mir die neue Regeln. Die neue Regeln, wo man halt, wenn man zu lange auf dem Boden liegt und versucht, den zu kontrollieren, dass der Ringrichter das einfach zurück ins Stand-up bringt. Und das hat sich jetzt bestätigt bei dem Event. Deshalb wird Hafeni so oft gefordert, aufzustehen. Das hat auch Nowotny gesagt, das sind die neuen Regeln, das ist auch gut so. Er soll die Kämpfe attraktiver machen. Und ja, Arian hat leider nicht so, wie soll ich mich ausdrücken? Er ist nicht mal richtig in den Kampf reingekommen. Ja, auf jeden Fall. Also, Hafeni hat halt einfach seinen Stil durchgebracht, so ganz einfach mal gesagt. So, man weiß ja, was Hafeni sein Stil ist. Der ist ja dieser Ringer, Wrestler, Bodenkampf ist seine Spezialität, darin ist er gut. Und das hat er auch gut durchgebracht. So ist es einfach.
Und Arian hatte darauf halt einfach keine Antwort, keine Möglichkeit gefunden, das Ding irgendwie anders zu gestalten. Und deswegen hat ja Hafenyi das 3 Runden lang einfach gut gemacht, hat sein Ding durchgeboxt, sage ich mal. Das Ding am Ende verdient nach Punkten gewonnen und einfach, sage ich mal, ja, ein Hype Train, den Hype Train von Arian Topalay, sage ich mal, gestoppt. Und das Ding verdient am Ende des Tages gewonnen, auf jeden Fall. Also hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Klar, Bodenkampf gefällt nicht jedem, aber trotzdem gehört es auch zum MMA dazu. So einfach ist das, ja. Von daher braucht man da, glaube ich, nicht so viel zu Hundertprozentig, sagen, ja. ja. Yes. Ja, das war die erste Niederlage von Arjan Topalainen. Das muss man auch nochmal an der Stelle zu erwähnen. Okay, dann machen wir mal direkt weiter. In Halbschwergewicht sind zwei Riesen aufeinander getroffen, und zwar Will fucking Flery versus Pavol Langer. Ich habe da ein bisschen mehr was von dem Kampf erwartet, um ehrlich zu sagen. Pavol Langer, wir haben uns darüber unterhalten, Julian, aber wir teilen das hier nochmal im Podcast mit den Zuschauern. Er kam uns so vor wie in Bratislava, ne? Damals gegen Demola. Er kommt in den Käfig oder auf dem Weg schon zum Käfig. Siehst du einfach, da kommen nur Körper ohne Seele zum Käfig. Und im Käfig hat man einfach gemerkt, der Unterschied zwischen den beiden. Der Will Flery ist für 93 Kilogramm einfach spritzig, schnell. Seine Bewegung richtig nice, wirklich. Also so ein schneller 93er mit Power in Fäusten, das haben wir auch gesehen. Dann quasi nach 1 Minute 30, wenn er der Paulo Langer an King getroffen hat. Und dann war das. Und hast du gesehen, was danach gefolgt hat? Wie meinst du? Also wenn er gewonnen hat, was er gemacht hat, der Will Flery. Weiß nicht, was hat er gemacht? Ich hab's nicht mitbekommen. Ich weiß nicht, was du meinst. Der hat sich gedreht in Richtung Vemola, weil er hat Ach ein so. Event kommentiert und so nach dem Motto, du bist der Nächste. Ja, auf jeden Fall. Ey, kranke Leistung von Flurry. Perfekt getroffen am Kinn. Der Langer fällt, ist wirklich so einfach nach vorne geklappt. Das war krass, weil wir haben gerade was anderes aufgenommen. fürs Gewinnspiel und dann auf einmal alle schreien so und wir gucken so und ich sehe so in dem Moment einfach Langer klappt so einfach so zusammen. Ja, du hast eigentlich gut gesagt so, das war, ich finde Langer auch wieder sehr, sehr ängstlich, kann man sagen. Bei dem ist immer so hopp oder top, habe ich das Gefühl. Und von daher stark von Flurry auf jeden Fall. Ich habe gesehen, Vemola hat auch vorhin, sage ich mal, zugesagt zu dem Kampf gegen Flurry. Am 9. November in Bratislava, er meinte so, ey, wenn Octagon zusagt, ich bin dabei, wenn Octagon sagt, Will Flurry ist der Nächste, dann kämpfen wir in Bratislava, und ja, er ist auch, also es ist ja kein anderer übrig, sage ich mal, ich glaube, Vemola meinte irgendwas mit, wenn Kinsel Bock hätte, aber Kinsel hatte Er den meinte, Autounfall, deswegen ist er genau, auch raus, von richtig. daher gehe ich mal davon aus, ich weiß nicht, ob Octagon das möchte, weil ich sage, Will Flurry besiegt Vemola. Schwer. Boah, ich bin mal gespannt. Was sagst du darüber? Ey, weißt du, wir sagen immer, besiegt den Vemola. Ich sage auch, dass der den Vemola besiegt. Und ich glaube, wenn es wieder andersrum passiert, dann werden wir wieder was Neues dazu lernen. Ja, Carlos, ich glaube, sein Wunsch ist der Patrick Kinzel. Das hat er auch erwähnt. Und wenn das nicht funktioniert, dann ist der Nächste in der Reihe. Will Flery, ich hätte auf jeden Fall gefeiert, diesen Titelkampf in 93 Kilogramm in Bratislava. Und muss man ehrlich sagen, da muss ein neuer kommen, um die Gewichtsklasse einfach zu beleben, weil es ist alles so ein Ja, bisschen am safe. Chillen, keine so krasse Fights, außer jetzt Poppe gegen Tussis. Da muss ein bisschen Feuer, da muss bisschen so frische Luft rein. Und Will Flery hat einfach gezeigt, er kann sehr gut kämpfen, er kann freundlich sein, er kann sympathisch sein. Also mich hat er auf jeden Fall überzeugt, du wusstest meine Meinung über den. Ja. Als wir bei Pressekonferenz saßen, ich habe dich so links angeschaut, habe ich sofort gesagt, Alter, der Typ ist eigentlich so sympathisch, wie könnte ich das so falsch legen? Auf jeden Fall würde ich den gerne, sehr, sehr, sehr gerne sogar in den Titelkampf gegen Carlos Vermola sehen. Ja. Ja, wir machen weiter mit dem nächsten Kampf. Julian, du kannst gerne anfangen diesmal. Ja, Magomed Rajaev gegen James Hendin. Ein Kampf auf sehr, sehr krassem Niveau, muss ich sagen. Ein sehr, sehr starker Kampf zwischen beiden. Beide sehr, sehr High-Level-Federgewichte. Das hat man auch gesehen in dem Kampf. Auch einiges am Bodenkampf dabei gewesen. Am Ende holt sich Rajaev das Ding nach Punkten.
Sehr, sehr guter Kampf, wie gesagt, von beiden fand ich sehr gut. Ich hätte von Hendin ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin, aber nichtsdestotrotz auch Machaif hat gezeigt, okay, das Ding gegen Duque in Prag war, sag ich mal, ein Ausrutscher, der Typ ist trotzdem High Level, ein guter Sieg, ich glaube, mehr braucht man dazu gar nicht sagen, guter Sieg, mit viel Bodenkampf, viel High Level Grappling, sehr, sehr gut und ja, Machaif 15 zu 2 jetzt, gegen wen siehst du ihn als Krass. nächstes? Boah, gegen wem, das ist echt sehr schwer zu sagen. Puh, musste ich mir nochmal die Rankings anschauen. Da sind einige interessante Namen, wie zum Beispiel Loma Lieskiew, Nico Samsonice, Ja. Max Holzer, sehr nicer Fight, aber ich Auf glaube, das Max will noch. der Octagon erstmal nicht machen. Glaube ich nicht Ja. so wirklich, aber was ich nochmal zu dem Kampf sagen wollte, du hast gesagt, wir waren oder du warst ein bisschen überrascht von dem Handy, ich auch so, aber es ist immer das Gleiche und die Geschichte wiederholt sich. Wir lassen uns auch oft von dem letzten Kampf beeinflussen. Ne? Der Handy hat sehr dominant gegen Donald gewonnen. Makaev hat gegen Akoydan Duke. Duque verloren. Und zwar, der hat ihm in zweiter Hälfte des Kampfes ziemlich gebrochen. Aber jetzt haben wir ganz anderen Makhachev gesehen, ganz anderen Hendin. Und deshalb, ey, man kann sich nie sicher sein, was da passiert. Das ist das Schönste daran. Ich würde tatsächlich da eher so Holzer oder sowas sehen. Also gerne würde ich so einen Kampf sehen. Was denkst du, wem könnte denn Makhachev als nächster kämpfen? Ich hätte gesagt, Nico Samsonice tatsächlich. Fände ich ein geiler Kampf. Beide mit richtig Motivation, sage ich mal. Ja, zum Titelkampf. Und ja, das könnte man schon fast als Ziel Eliminator sehen. Weil Nico Samsonice ist jetzt wieder auf der 1 im Federgewicht. Wie gesagt, diese Rankings. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, sind eigentlich Quatsch. Aber er fällt auf 9 zurück. Jetzt mit einem Sieg ist er wieder auf der 1. Also auf jeden Fall. Das würde ich gerne tatsächlich sehen. Samsonice gegen Machaif wäre tatsächlich so ein Kampf. Den würde ich feiern. Ja, doch. Wäre ich sogar dabei, ja. Tatsächlich finde ich das gut, ja. Yes. Sehr nice. Okay, dann machen wir weiter. Dann mit einem Titelkampf im Strohgewicht. Katharina Dalista gegen Mallory Martin. Und wir haben tatsächlich ja, einen ganz anderen Kampf gesehen, als den wir, glaube ich, alle erwartet haben. Mallory Martin von Anfang an eigentlich dominant, deutlich schneller, immer wieder Katharina abgefangen, immer wieder gute Treffer gesetzt, während Katharina eigentlich nie in den Kampf gefunden hat. Immer, sage ich mal, zu kurz die Schläge, immer zu langsam die Schläge. Takedowns haben gar nicht funktioniert, kaum Bodenszenen dabei gewesen. Und Mallory Martin hat es gut gemacht. Wie gesagt, den Kampf dominiert, immer wieder gute Treffer angebracht, immer wieder gut abgefangen, Katharina, wenn sie reingegangen ist, versucht hat, Treffer zu landen und von daher alle 5 Runden auch meiner Meinung nach gewonnen. Und deswegen, ja, verdient neue Championess, Mallory Martin. Hätte ich niemals gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ah, tatsächlich habe ich das auch nicht gedacht. Ich dachte, Katharina wird diesen Kampf gewinnen. Diesmal ist es ihr nicht gelungen, aber das ist trotzdem Katharina ist eine Riesenkämpferin, Riesenchampionessin. Da kann man auch ohne den Titel sein. Also, ihr Verhalten ist wie ein Champion. Weißt du, was ich meine? Auch direkt nach der Pressekonferenz. So, ja, es hat nicht funktioniert und so. Komplett abgeklärt. Sie ist schon, glaube ich, sie ist schon mit Kopf in der nächsten Vorbereitung, was sie besser machen wird, analysiert sie schon so bei der Pressekonferenz, weißt du, so gerade mal nach dem Kampf, wie sie gegen Mallory den dritten Kampf bestreiten wird. Zu Mallory muss man sagen, sie hat auf jeden Fall ihre Hausaufgaben richtig gemacht, kam sehr gut vorbereitet, hat alles funktioniert, was sie versucht hat, hat alles funktioniert, mehr oder weniger. Sie kam mit Bojan Veličković, ne, der war in ihrer Ecke als Trainer. Und sie hat auch die Vorbereitung mit Rosna Mayunas absolviert. Es könnte so ein psychischer Push sein, weißt du, so ein mentaler Push, wenn du mit Namajunas trainierst. Und ich habe mitbekommen, sie hat richtig Gas gegeben. Von daher auf jeden Fall verdiente Championessin. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Trilogie, weil das könnte tatsächlich sehr interessant sein. Yes, definitiv. Und darf man Dann nicht lass uns mal vergessen. jetzt über Ja. den Oberboss von Talahons sprechen in Ja, lass Deutschland. mich gerade noch Wolltest du noch was sagen? eine Sache sagen. Und zwar bei Katharina, man darf nicht vergessen, in der Vorbereitung ist ja auch noch, sag ich mal, ist ja bei ihr noch ein Cut entstanden.
ein recht vor eine Woche vor dem Kampf oder sowas, der auch natürlich sehr schnell natürlich aufgegangen ist, das wusste man, dadurch auch noch beeinträchtigt worden ist. Man hat es direkt in der ersten Runde gesehen, der Cut ist aufgegangen. Das ist sicher auch noch ein Ding, was dazu beigetragen hat. Aber jetzt machen wir weiter mit Max Holzer. Was soll man sagen über den Kerl? Also, es ist einfach Wahnsinn, was der immer macht. Er kommt da als Talahun rein, er kommt mit einem E-Roller rein, verteilt da noch irgendwie Sachen an Zuschauer. Kondomen. Kondome, alles Mögliche. Das ist Wahnsinn. Macht da so eine Show im Vorhinein und liefert dann so dominant ab. Also, es war Wahnsinn. Trapezi hatte eigentlich keine Chance, wenn man ehrlich ist. Hat den Stand ein paar Mal gut getroffen, am Boden komplett dominiert in der zweiten Runde. Diesen Kimura sehr, sehr lang gehalten, den Trapezi ausgehalten hat. Ja. Und dann in der dritten Runde das Ding gefinisht. Also, wahnsinnsdominant, Wahnsinnsleistung von Max Holzer. Es ist wirklich, es ist Wahnsinn. Der Typ ist 22 und liefert so ab und steht jetzt 0-0. Das ist einfach heftig, ja. Ja, auf jeden Fall. Und der hat schon vor dem Kampf auf seinen Werbung, ne, auf sein Plakat 9-0 geschrieben. Das ist auch richtig cool. Hat abgeliefert. Aber dem Motrabesi muss man lassen, dass er ein wahren Kämpfer ist. Er hat Herz im Käfig gelassen. Ohne ihn wäre das nicht so ein geiler Kampf, muss man ehrlich sagen. Auch wenn Max sehr dominant war. Ich glaube, bei einem Ringrichter oder bei zwei hat er 2 Runden 10-8 gewonnen, ne? Ja, genau. Also die zweite war auf jeden Fall eine 10-8-Runde. Die erste, habe ich auch gesagt, die erste hätte man 10-8 geben können, nicht müssen. Aber ja, es war schon recht deutlich. Wie gesagt, komplett von Anfang bis Ende dominiert. Das war schon Wahnsinn. Ja. Und das Ding ich bin ist ja sehr gespannt. Was wartet jetzt auf Max Holzer? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das Ding ist, habe ich auch schon gesagt, man kann Show machen im Vorhinein, alles möglich, man sieht so viele Leute, man kann Show machen und dann liefern die Leute im Cage nicht ab, aber der Typ macht so viel Show und alles drum und dran, liefert so brutal ab, das ist halt einfach heftig. Und ja, was steht als nächstes an? Er ist, glaube ich, auf der 5 gerankt tatsächlich, vor ihm sind Leute wie Machaev, Hendin, Nico Samsonice wird in Camp, das hat er schon gesagt. Ja, vielleicht einer von beiden, denke ich mal, muss eigentlich als nächstes sein, Machaev oder Hendin, je nachdem. Fände ich beides gute Kämpfe, wenn ich ehrlich bin, auch wenn Hendy ihn jetzt verloren hat, aber trotzdem wäre es ein guter Kampf für beide, glaube ich. Einer von beiden, warum nicht? Also, was anderes bleibt, der kommt mir ja übrig, ne? Wenn er nicht in die UFC geht. Was ist mit Denis Ilbay? Die haben da ein bisschen gestritten bei der Pressekonferenz, mit seinem Papa auch. Ja, das wäre natürlich ein guter deutsch-deutscher Kampf. Ich meine, 7-1 gegen 9-0, hört sich gut an, lässt sich, glaube ich, gut verkaufen. Denis Ilbay kommt aus 2 Siegen. Wäre ich auch für offen, sage ich ehrlich. Wäre, glaube ich, für Deutschland auch gut, für nächstes Jahr, für ein Event, weiß ich nicht, Düsseldorf oder Dortmund oder sowas, wäre eigentlich, glaube ich, ganz gut, auch für NRW. Würde ich auch gut gerne, also einer von drei, Denis Ilbay ist natürlich für Deutschland interessanter. Ja, warum nicht? Nehme ich. Würde ich alle drei nehmen als Kämpfer, sage ich mal so. Wir werden sehen auf jeden Fall. Wir werden das, glaube ich, in einige Wochen, Monaten herausfinden, wenn der Fight veröffentlicht sein wird. Wir können uns hier nur unsere Wünsche äußern, mehr nicht. Yes. Okay, wir machen auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Kampf in Schwergewicht, Lazar Todde versus Adam Palasch. Und du kannst dich ganz sicher erinnern, Julian, als ich am Freitagabend im Palasch und Todde Frage gestellt habe, ey, was erwartet uns da? Erwartet uns da Kampf auf die volle 3 Runden oder wird ihr nach K.O. suchen? Und Todde hat gesagt, ja, natürlich, also ich suche immer Chaos, und nach dem Motto, ich suche immer Finish. Hat er auch gefunden, in der dritten Minute der zweiten Runde hat den Palasch angeklingelt, direkt an Käfig, ist ein richtigen Brett verpasst. Palasch hat seinen nächsten Kampf verloren und Lazar Todde hat sich damit die Titelchance gesichert. Um den Titel wird er kämpfen in München bei Octagon. Octagon 64, wenn ich mich nicht irre, gegen Hatef Moel. Ja. Und lass uns mal kurz sprechen über den Stairdown und den linken Haken an Pavel Neruda, sein Kopf. Was hältst du davon? Ja, ich meine, also erstmal nochmal zum Kampf tatsächlich von den beiden. Also ich finde, bei Lazar Todde sieht man immer wieder, ich finde, er von Kampf zu Kampf, er wirkt immer so, immer abgeklärter, weißt du, immer so überlegter, immer so schlauer vom Kampf her.
So, ich finde, physisch hat er sich extrem entwickelt. Ich meine, wir haben ein bisschen beim Warm-up zugeguckt, seine Oberschenkel, das war geisteskrank. Alter. Ich finde, physisch hat er nochmal extrem so zugelegt an Muskelmasse und an Power. Ich finde ihn sehr, sehr schnell und ja, hat er gut gemacht gegen Palasch. Staredown, ja, von beiden war ein bisschen unnötig, sage ich mal. Weil es war ja nicht provoziert. Also ich weiß nicht genau, was geredet worden ist, aber es war ein bisschen unnötig, dann diese Schubserei von Hatef und dann dieser linke Haken an der Ruder. aber ja, ich meine, also Neruda hat auf jeden Fall ein gutes Kinn, der hat schon das eine oder andere weggesteckt. und ja, ich sag mal so, jetzt findet der Kampf in München statt. Ich denke, die meisten wollen sehen, dass dass Lazar das Ding gewinnt. Ich würde ihm auch gute Chancen einräumen, weil ich finde, Lazar hat sich nochmal extrem entwickelt. Und wenn er so eine Power an den Mann bringt, dann wird er, glaube ich, Hatef auch besiegen, ja. Ja, aber man darf nicht vergessen, Hatef Moal ist seit 5 Jahren unbesiegt. Ochs, also das kann man nicht anders nennen. Der Typ ist ein Monster. Ja. Guter Kämpfer. Bestes Schwergewicht in Deutschland, wenn ich mich nicht irre. Aktuell die Nummer 1. Also ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Kampf. 50-50 für mich. Auf jeden Fall Lazar Todev versus Hatef Moal ist es wirklich ein Kampf in Schwergewicht, den man sich wünscht, den man wirklich in Deutschland sehen möchte. Und ich glaube, Hatef, auch wenn er so manchmal diese komische Sachen macht, weißt du, so Schubserei oder Beleidigen, trotzdem, man spricht darüber und trotzdem, man möchte das sehen. Das gehört auch irgendwo zum Promo und macht die einfach Zuschauer hungrig drauf, ne? Weil es ist oft so in diesem Sport, entweder man liebt mich oder man hasst mich und alles zieht Aufmerksamkeit. Das muss man ehrlich sagen. Ja, okay. Lass uns mal über unseren One Piece sprechen. Nico Samsonice, der hat einen riesen Tag gehabt, riesen Sieg gefeiert gegen Daniel Torres. Schon in erster Runde kam Nico mit wirklich sehr gute Aktionen. Also seit die Runde angefangen habe, wenn ich das so mit einem Auge beobachtet habe, weil du weißt, es wäre, ne? Spaß beiseite. Nico auf jeden Fall sehr gut angefangen. Der hat den Daniel Torres einfach keine Chance gegeben in den Kampf. Ich habe da keine positive Sache von Daniel gesehen. Ja. Und so wie ich das letztens erwähnt habe, auch bei uns im Podcast, wenn Nico sich den Kampf von Paradise angeschaut hat, dann weiß er ganz genau, was er zu tun hat, wie er den Torres besiegen kann. Und ich finde, Daniel Torres würde komplett entzaubert und ich glaube, der hat vielleicht noch einen Kampf bei Octagon. Entweder er gewinnt oder wird schwierig, wird schon knapp für ihn sein. Ja, das Ding ist, ich habe ja auch gesagt, vor allem nachdem ich ihn auf der Waage gesehen habe, darin Daniel Torres, war ich mir nicht sicher, dass Nico das Ding macht. Das hat sich auch im Kampf gezeigt. Auch in diesen linken Haken, glaube ich, so runtergeschickt. Dann per Rear-Naked Choke beendet das Ding. Es war sehr, sehr gutes Comeback von Nico. Gönne ich ihm auf jeden Fall. Finde ich sehr, sehr gut, dass er wieder zurück ist, weil der hat auch eine riesen Zukunft, glaube ich, noch vor sich. Vielleicht noch, sage ich mal, ein Titel-Contender-Kampf, dann vielleicht der Rückkampf gegen Keita oder halt, wenn Keita schon weg ist, trotzdem ein Titelkampf. Aber ich denke noch so ein Kampf und dann kann man auf jeden Fall nochmal über den Titelkampf nachdenken. Geile Vorstellung, finde ich sehr, sehr cool. Komplett dominant gegen einen Ex-KSW-Champion und von daher. Geile Leistung, feiere ich auf jeden Fall, ja. Yes, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ja, mit dem Prinz von Frankfurt, Max Koga gegen Antun Racic. Walk-in war Gänsehaut, muss ich wirklich sagen. Ich finde es auch immer wieder lustig, wie sich Zehntausende von Leute auf 069 freuen und dann enttäuscht werden, weil sie Max Koga nicht kennen. Beim Walk-in. Und ja. Also es war der erwartete Kampf, glaube ich. Erste Runde war sehr viel Abtasten und Distanz finden. Zweite Runde dann dieses brutale Knie. Du hast es, glaube ich, gesagt, wäre das ein normales Lightweight, wäre das Knie zur Leber gegangen. Aber es ist tatsächlich ans Kinn gegangen bei Antun Radzic. Brutales Knie, muss man einfach sagen. Also das Knie war perfekt getimt. Aber muss man noch eine Sache sagen? Muss man noch eine Sache sagen? Wir haben den Ratschitsch mies unterschätzt, weil der Typ war gefährlich in der ersten Der war Runde. gefährlich, ja. Der war wirklich gefährlich. Er ist sehr gut, er ist verdammt guter Kämpfer. Nur er muss in Bantamgewicht kämpfen. Ich glaube, in Ja. Bantamgewicht wirklich
könnte er jede Menge, sage ich mal, Schwierigkeiten bereiten. Und ich kann dir sofort ein Fantasy-Matchmaking daher betreiben. Ich könnte mir den wirklich gegen Farbond Iranejad vorstellen. Das wäre ein Ja. Kampf, den ich zum Beispiel gerne sehen würde. Ja, 100%. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Aber gutes. hast du mitbekommen, ne, wegen Koga, dass er eine sag ich mal, offener Bruch hatte an seinem Arm? Hand gebrochen, ja. Hand gebrochen im Kampf, erste Runde. Hat er trotzdem das Ding noch gefinisht. Ja, ich weiß, wie lange brauchst du eine Hand? Wie lange braucht die Hand zum Verheilen? 2, 3 Monate sicher. Dann wieder ins Training einsteigen. Ich denke mal, so ein halbes Jahr ist er auf jeden Fall mal raus. Ich denke, wir werden ihn Ende des Nächste Jahres. Winter sehen wir uns wieder vielleicht. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Aber es ist natürlich schade, sehr schade eigentlich, weil ich glaube, er hatte auch ein paar Pläne bei Octagon. Aber ein geiler Sieg für ihn zu Hause vor 60.000 Leuten bei Octagon mit so einem Sieg ist schon Wahnsinn und deswegen trotzdem ein geiler Sieg, muss man auf jeden Fall sagen, ja. Yes. Definitiv, definitiv. Dann lass uns mal direkt dazu kommen. Lass uns mal einfach über den Co-Main-Event sprechen. Und ich muss sagen, für viele, mich inklusive auch, ich sage das nochmal, ne, bevor man hier hatet, ich kann auch Sachen zustehen, wenn ich was falsch sage. Kerim Engizek versus Patrick Kintzel. Wie soll ich mal anfangen? Wir haben auf jeden Fall einen Kampf gesehen auf dem höchsten Niveau in Mittelgewicht. In Europa würde ich sogar behaupten. Wir haben gesehen, wie einer den anderen eliminieren kann, und zwar beide Seiten. Also wirklich, Kinzel könnte Kerim Engizek seine starke Seiten eliminieren. Kerim Engizek könnte Kinzel seine starke Seiten eliminieren. Aber am Ende des Tages hatte Kerim Engizek deutlich mehr gemacht, um diesen Titel zu gewinnen. Das muss man ehrlich sagen. Patrick Kintzel, hast du einfach gesehen, er hat irgendwie die Faden verloren, schon mal in der ersten Runde. Er könnte nicht in den Kampf reinkommen. Er wusste, er kann sich nicht in diese Kapsel mit Kerim Engizek reinlassen, weil das endet meistens tödlich. Ne? Das hat auch Kerim gesagt bei der Pressekonferenz. Wenn man kommt mit mir, ballern, ist schwierig. Ne? Also da schalte ich die Menschen meistens in erster Runde aus. Und dann haben wir einfach mal gesehen in zweiter Runde. Ich habe Kerim extra bei der Pressekonferenz gefragt, aber ich glaube, er wollte das so ein bisschen auf cool machen. Aber da haben wir einfach mal gesehen, dass die Calf Kicks von Kinzel durchkamen, glaube ich, an sein Vorderbein, wo er dann direkt die Auslage gewechselt hat. Und du hast einfach gesehen, als der Calf Kick kam, sein Fuß oder sein Bein war nicht mehr so gut. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, guck mal, wie variabel der Typ ist. Er kann die Auslage wechseln und das hat er mehrmals in dem Kampf gemacht. Musste er wahrscheinlich auch, ne? Wenn er diesen Bein nicht verloren wollte, muss er die Auslage wechseln. Und genau da hat er angefangen, diesen Kampf für sich zu machen. Wo ich dachte, er wird da vielleicht einbrechen, ne? Verletzung, dies und das. Er hat einfach richtig festen Biss gehabt, hat nach vorne marschiert. In vierter Runde, sage ich mal, so eine kleine Krise überstanden, ne, wo die schon am Boden waren. Das sah schon sehr gefährlich von Kinzel seine Seite aus, denn wir beide haben schon so geguckt, Alter, da bereitet er sich Armtriangel, Ellbogen kommen sehr gut durch. Ne? Aber am Ende des Tages, ich rede mal ein bisschen jetzt, du redest auch gleich, du kannst mir widersprechen. Am Ende des Tages hat der Engisek 4 Runden gewonnen. Und hat sich auf jeden Fall den Gürtel verdient. Und hat uns und mir auch, uns allen hat er einfach gezeigt, dass er auf diesem Level mitspielen kann, dass er die Karten mitmischen kann und dass er bereit ist für diese Champions League-Gegner. Also er hat das auf jeden Fall bewiesen. Da gibt es jetzt keinen Zweifel mehr. Leute, die gesagt haben, der hat schwache Gegner gehabt, der hat sich durchgekämpft durch schwache Gegner. Natürlich, seine zwei vorherigen Gegner waren keine gerankten Gegner bei Octagon, aber wenn man einen Champion wie Patrick Kinzel besiegt, da gibt es keinen Zweifel, dass der Typ absolutes Top-Niveau ist. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ich meine, er hat ihn auch nicht irgendwie in der ersten Runde glücklich irgendwie mit einem rechten Haken getroffen oder sowas und das Ding gewonnen, sondern wirklich über
fünf Runden eigentlich so gut wie dominiert den Kampf, außer jetzt eine Runde. Hat es immer wieder stark gemacht. Vor allem, was ich dir auch im Kampf die ganze Zeit gesagt habe, dieser eine High Kick, immer wieder dieser High Kick vor allen Dingen, der auch ein paar Mal gut getroffen hat bei Boah, die waren Kinzel, brutal. wo ich wirklich gedacht habe, der kann ihn doch damit ausnocken, weil der war, kam richtig guter High Kick. Die Calf Kicks waren gut. Immer wieder aus diesen Clinch-Situationen raus, immer wieder gut getroffen. Zwar nicht diese perfekten Treffer gelandet, aber trotzdem genug gemacht, immer um die Runde zu gewinnen. Und Kinzel nicht in diesen Kampf kommen Richtig. lassen, nicht sein Game aufdrücken lassen. Und Kerim hat gezeigt, Korrekt. dass er auch anders kann, dass er nicht nur, sag ich mal, auf den Knockout gehen kann, sondern das Ding auch kontrolliert gestalten kann. Nicht irgendwie am Boden dominiert zu werden oder sowas. Und auch in der vierten Runde hat er sich hier gut verteidigt, als er die Runde am Boden war. Und von daher verdient gewonnen, allen gezeigt, was für ein Level er ist. Stark gemacht, muss man einfach sagen. Die Nummer 1 bei Octagon, Pound for Pound Nummer 1, dominiert und das ist schon wirklich heftig. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir haben ja schon gesagt, am 1.2. ist ja Düsseldorf, also Octagon in Düsseldorf. Da wäre es eigentlich perfekt, dass er seinen Titel verteidigt. Ich meine, wir haben bis dahin 4 Monate. Ist ja eigentlich genug Zeit. Ich meine, sein Bein sah ziemlich demoliert aus, aber ich glaube, das gibt sich, sage ich mal, nach ein, zwei Wochen wieder. Und dann bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, gegen wen auch. Ich meine, Mahmoud Muradov ist ja ist auf der 1 gerankt. Ein potenzieller Gegner für Kerim wäre, glaube ich, ganz geil, auch für Deutschland. Muradov gegen Engizek wäre ein Top-Kampf, ein super Main-Event für Düsseldorf, den ich auch gerne sehen würde. Und ja, lassen wir uns mal überraschen, wie es da weitergeht, ne? Ja, definitiv, da kann ich auf jeden Fall nur mit dir gehen. Mahmoud Muradov wäre auf jeden Fall die nächste große Herausforderung für Kerim sein. Müssen wir nochmal an der Stelle erwähnen, der Kerim ist jetzt gerade auf dem Platz 54 in Mittelgewicht gerankt, laut Fight Metrics, und das ist die relevanteste, sage ich mal, Ranking, die es überhaupt gibt. Was mir bei Kerim zum Beispiel wirklich gefallen hat, dass er nicht diese Panik verfallen hat, weißt du, in der vierten Runde, weil er war da wirklich in gefährliche Situationen, trotzdem einen kühlen Kopf bewahren, und er wusste, dass er aus dieser Situation rauskommen kann. Oder halt, er wusste, ich kann so bleiben bis Ende der Runde, mir droht hier keine Gefahr, weißt du? Ja, Und das Mann. ist auf jeden Fall nochmal den Respekt, den ich an ihm aussprechen muss. Hat echt toll gemacht, hat sich den Titel verdient geholt, und wir werden jetzt mal sehen, wie lange er den Titel halten kann. Denn da sind wirklich sehr gute Leute. Ich wünsche ihm, dass er das lange hält. Aber ich freue mich auf diese geile Kämpfe. Ich freue mich wirklich, Kerim Engizek jetzt in den besten Kämpfen sehen, die aktuell überhaupt möglich sind. So. Yes, ich würde sagen, jetzt kommen wir auch zum Main Event. Erstmal die Walk-ins, also Jung wird Walk-in war Wahnsinn. Mit erstmal Champions League-Hymne, dann Böse Onkels, wo alle mitgesungen haben. Das war schon sehr, sehr Gänsehaut. Also, das war einfach Wahnsinn. Und auch Ekalin, okay, der Jesus-Song war jetzt nicht so, so geil, aber ja, ich sag mal, sein gewohnter Lass uns mal Walk-in. dabei kurz einen Stopp machen. Lass uns mal kurz einen Stopp machen. Und die Frage an dich, jetzt ehrlich, erste Frage, welchen Walk-in fandest du besser? Also, meine ich so Atmosphäre in Arena, um ehrlich zu sagen. Ja, von Jung wird 100%, das muss man schon sagen. Also, definitiv. Ja. Also. Und die zweite Sache ist, wie findest du, dass Jungwirth einfach vielleicht 15 Minuten warten musste in der Kälte auf dem Eckeling-Käfig? Ja, was soll ich sagen? Ich glaube, das wusste er schon vorher. Also, ich glaube, es wurde schon so kommuniziert, weil, ich meine, es war ja klar, Jesus, dann kommt noch Frankfurt-Hymne, dann kommt die Ekalin Walk-in. Ist natürlich Kacke, so ist klar, aber was willst du machen? Das gehört bei solchen großen Kämpfen, sage ich Ist nur mal, Frage, immer. und ich glaube, die Frage ist einfach berechtigt, weil Ja, es ist 100%. nicht nur mir aufgefallen, es sind zig anderen aufgefallen, und Ja. wir können darüber sprechen. Es ist natürlich nicht von Ekeling gewollt, aber wenn man so drüber nachdenkt, dann würde mehr oder weniger einer ein bisschen, sag ich mal, wie soll ich sagen, Benachteiligt, ja. in Stiche lassen. Ja. Benachteiligt in der Kälte. Aber Ja, Gott sei Dank hat natürlich. er wenigstens eine Jacke gehabt.
Ja, natürlich. Also wie gesagt, auch der Jesus-Song war komplett meiner Meinung nach unnötig so. Frankfurt-Hymne fand ich sogar gut, sage ich ehrlich, weil das Stadion hat auch mitgesungen und so, ist halt Frankfurt-Stadion, natürlich die Eintracht-Hymne, alles schön und gut. Und Eckerlin Walk-In ist halt immer auch krass, dieses Lied. Das passt perfekt zu ihm. Fand ich super. Und ja, dann kam es zum Kampf. Und ich sage mal so, es ist eigentlich das eingetreten, was man vorhin auch, was jeder gesagt hat. Weißt du, Jung wird, macht viel Druck, aber Eckerlin ist halt der technisch saubere, am Boden besser. Und genau das ist ja auch eigentlich eingetreten. Weißt du, jeder hat das behauptet, aber jeder, also es ist auch genau das passiert so, was auch jeder gesagt hat. Einfach Eckerlin deutlich besser, die besseren Treffer gesetzt. Jung wird, der zwar immer Druck gemacht hat, aber Eckerlin hat ihn dann noch vor allen Dingen vierte, fünfte Runde immer mehr auf den Boden geholt, um das, sage ich mal, sicher runterzuspielen, das Ding. Für mich war die zweite Runde eher, haben wir auch schon gesagt, live, die Jungwirt-Runde, aber der Rest war halt meiner Meinung nach deutlich für Eckerlin, hat er gut gemacht, immer wieder gute Treffer gesetzt, ihn richtig zum Boden geholt, als es vielleicht ein bisschen gefährlicher wurde. Und ja, gute Leistung von Eckerlin, perfekt on point eigentlich gebracht. Ich habe viele Kommentare gelesen, die gesagt haben, ey, Jungwirt, das war ja eigentlich gar nichts. So fand ich es nicht, weil ich fand, ich meine, es war ja ein offenes Geheimnis eigentlich, dass Eckerlin der bessere MMA-Kämpfer ist. Das wusste man ja vorher so, weißt du? Ich glaube, das war sich auch Jungwirth bewusst, aber so, vielleicht haben viele ein bisschen mehr erwartet von Christian Jungwirth. Aber dennoch fand ich, es war jetzt keine Leistung irgendwie zu wenig oder so, sondern es war eigentlich der Nein. Kampf, den man erwartet hat, sage ich mal so. Viele unterschätzen Christian Eckerlin einfach, weißt du, dass er nicht so ein guter Kämpfer ist, dass es, weil er, sage ich mal, er hat bei Octagon zwar Apollo gekämpft, das ist wirklich überragender Gegner, ne, jetzt auch jung wird, aber Christian Eckerlin ist deutlich besser, als man denkt. Der ist erfahren, der ist am Boden erfahren, hat auch im Kampf gezeigt, er hat den Jungwirt am Boden dominiert oder besser gesagt richtig gut kontrolliert, hat immer versucht, so viele Schläge abzufeuern, wie es nur ging. Da muss tatsächlich Jungwirt auch einige Schläge einstecken. Ich fand es zum Beispiel erste zwei Runden richtig gut, ne? Wir haben uns noch unterhalten. Wir haben auch die Runden bewertet. Wir haben uns, glaube ich, sogar auch geeinigt, dass wir beide die zweite Runde tatsächlich an Jungwirth gegeben haben hätten, weil er da ein bisschen aktiver war, fand ich, auch ein bisschen besser in der Runde, hat auch klareren Treffer getroffen. Aber in dritter Runde, als ich gesagt habe, ey, weißt du was, frage ich bei der Pressekonferenz, ne? Und ich wollte sagen, ey, weißt du was, frage ich bei der Pressekonferenz, ob es irgendwelche Abmachung war oder ob das Idee war von den beiden oder hat sich so ergeben, dass sie den Kampf in Stand gestalten möchten, ne, um attraktiv für die Zuschauer zu machen. Was passiert dann? Eckerlin, Takedown. Richtig geil. So, dementsprechend hat sich die Frage auch geklärt. Und ja, wir haben einfach gesehen, der Christian Eckerlin, super Leistung abgeliefert. Christian Jungwirth war trotzdem gut vorbereitet. Gab es keinen Punkt, wo man einfach gesehen hat, dass er nicht mehr kann oder dass ihm Eckerlin zu krass dominiert. Beide waren gut vorbereitet, haben einen guten Kampf abgeliefert. Und die Frage aller Fragen, wie sieht es mit Rückkampf aus, aus deiner Hinsicht? Macht das Sinn? Würdest du das gerne sehen? Wenn ich ehrlich bin, nicht, wo, weil ich weiß nicht, ich, klar, aus Marketing-Sicht und alles drum und dran, Geld-Sicht, klar, wäre das nochmal ein Ding. Natürlich würden die Leute trotzdem nochmal alle kommen, aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, brauche ich sie jetzt nicht. Lass die beide mal noch jeweils ein, zwei Kämpfe machen, wenn die beide gewinnen, dann kann man das sicher nochmal machen. Aber Bro, eigentlich. Jungwirth hat ein, zwei Kämpfe im Februar fertig. Wahrscheinlich schon. Ja, natürlich. Aber, und ich glaube, 2025 ist nichts geplant für ein Stadion oder irgendwas in der Größe. Dann, ich denke, frühestens 2026, also in 2 Jahren. Ich glaube nicht. Also, ich will es jetzt auch noch nicht sehen, wenn ich ehrlich bin. Weil ich sag mal so, der Kampf hat mich jetzt auch nicht so überzeugt. Ich fand ihn ja noch nicht so gut, sag ich mal, dass ich ihn nochmal sehen müsste. Klar, Stimmung, alles super. Auch an die, es waren extrem viele Stuttgarter dabei. Aber eigentlich will ich das, brauche ich das jetzt nicht nochmal sehen, wenn ich ehrlich bin. So, von Yes. daher, ja, ich, also ich weiß nicht, Okay. was siehst du denn als nächstes für Jungwirth, wenn du so mal ein bisschen überlegst? So, pff.
Stuttgart wahrscheinlich. Ja, Aber aber auch die München gewinnen. ist machbar. München ist in. Ja. Du, weißt du, was mich interessieren würde? Wir haben uns schon mal, glaube ich, darüber unterhalten, gegen Mohamed Grabinski. Ich glaube, Das wäre hätte ein auf geiler jeden Kampf. Fall Sinn gemacht, diesen Kampf. So, sage ich Ja. mal, von deutscher Hinsicht. Und diesen Kampf hätte auf jeden Fall Sinn gemacht, auch von mir aus in München. Warum nicht? Oder auch in Stuttgart oder auch in Machen wir lieber Dortmund, Stuttgart. egal wo. Ich glaube, ja. Ja, aber Stuttgart ist März. Was soll der arme Junge bis März machen, Alter? Der braucht Ja, aber guck kämpfen. mal, also er sah schon ein bisschen demoliert aus. Lass ihn mal ein bisschen. Guck, er war ja auch 6 Monate jetzt im Vorbereiten. Lass ihn mal ein Ja, bisschen Urlaub zwei, drei machen. Tage, der ist wieder fit, glaub es mir. Zwei, drei Tage, was für demoliert, Alter. Du weißt nicht, Ja. wofür Jungwirt steht oder was soll ich dir hier beizubringen? Das ist, der Typ ist nicht Ja, von diesem Planet, Alter. Was soll ich dir klar. erzählen? Guck mal, wie viele jetzt wissen, wie viele auch schreiben, ey, ich kannte Jungwirt vorher nicht, ich wusste es nicht. Alter, seit ich Jungwirt verfolge, wusste ich ganz genau, schon längst vor Ringlife, bei allen Respekt, längst vor allen anderen YouTuber, die jetzt auf den Hype-Train Shit. Hype-Train aufspringen. Ich war schon längst dabei bei Jungwirth. Ich bin seit Tag 1 dabei gewesen quasi. Und ich weiß ganz genau, was er für ein Kämpfer ist, wie krass er ist. Und er vermarktet sich perfekt. Was soll man noch dazu sagen? Ich freue mich auf jeden Fall auf den nächsten Jungwirth-Kampf. Fertig, Punkt aus. Wie sieht's aus für Ekalin? Du hast eine gute Idee mit Marte Kertesz. Wäre ein geiler Kampf, glaube ich. Wäre auch ein Kampf, den Ekalin, glaube ich, gewinnen kann. Ich glaube, könnte man als nächstes machen. Weil das Ding ist, vielleicht orientiert sich Ekalin auch Richtung Titel, weil ich glaube, das Ding ist nämlich, Ah, das wäre krass. ich glaube, Octagon würde ihm die Chance geben, weil guck mal, was Ekelin für Octagon alles gemacht hat. Das darf man nicht vergessen. Und ich glaube, lass ihn mal noch 2 Siege holen, sagen wir gegen einen Kertesz, dann gegen einen Cosma oder sowas, die beides schlagbare Gegner sind für Ekelin, und dann lass ihn um den Titel kämpfen Cosmo in macht keinen Deutschland. Sinn, sorry. Ja, aber so, ne, ich meine, das sind so schlagbare Gegner, wenn man Ekelin zu einem Titelkampf führen möchte, so, weißt du? Und dann vielleicht im September in Frankfurt. Warum nicht? Titelkampf gegen wen auch immer. Ich sag, es wäre geil, so zum Abschluss. Und stell dir vor, der gewinnt den Titel auch noch, so, weißt du? Schwer, aber ich kann es mir sogar vorstellen, sage ich dir ehrlich. So Richtung Titel nochmal für Ekelin. Letzter Alles Run. ist möglich. Alles So, ist ich meine. möglich, vor allem wenn er gesund bleibt, wenn er sich vernünftig vorbereiten kann. Kann er auch den Titel angreifen? Warum nicht? Der Titel ist aktuell vakant. Du hast auch gesehen, Reaktion von Kerim Engi, so, hey, was? Der Titel ist vakant? So nach dem Motto, kann ich Double Aber Champ guck, werden? man darf nicht vergessen, bei Ekalin, wie viele Kämpfe hat er gemacht bei Oktogon? Er hat gegen Palalogos gewonnen, gegen der Oliveira gewonnen, er hat gegen Brosch gewonnen, er hat gegen Jungwirth gewonnen. Ich glaube 4 Siege, glaube ich, wenn ich mich täusche, nur eine Niederlage. Das ist Fünf. nicht. Er hat zweimal gegen Oliveira gekämpft. Ja, aber ich meine Siege. 4 Siege, eine Niederlage nur und ein No-Contest. Ich meine, so unrealistisch ist das nicht, so weißt du, weil da haben schon ganz andere Ja, Titelkämpfer aber er gehabt. hat ersten Kampf bei Weltergewicht absolviert. Das ist so ein kleines, feines Problem, weißt du, Ja, bei der okay, Sache, aber er was ist, ich so sag da ich ein mal, bisschen nah am habe. Weltergewicht, so, ja. Bro, Ja. nah an Weltergewicht und Weltergewicht ist Unterschied. Wenn du Weltergewichttitel kämpfen möchtest, musst du im Weltergewicht kämpfen und musst das Ja, Gewicht bringen. wir wissen Also auch, bei Octagon ist das da immer ein bin ich bisschen schon so ein anders, ne? bisschen. Und so, Natürlich, natürlich. natürlich. Aber ich sag dir ehrlich, was ich denke, an welche Leute musste Ekelin vorbeikommen, damit er den Titel bekommt. Aus meiner Hinsicht sind das so drei Namen. Auf jeden Fall. Ne? Wir reden jetzt nicht von Gogolase, Surdo, Velichkovic, weil man weiß nicht, wie die Situation ist. Man munkelt, Surdo wird vielleicht um den Titel kämpfen. Wir werden noch sehen. Ja. Aber ich kann mir für Ekelin als nächstes vorstellen, Andrei Kalaschnik, Niklas Stolze, Mate Kertész. Da sind die Gegner, die ich gerne sehen würde, dass er die besiegt. Und wenn er sie besiegt, hey, Bonne Chance, warum Ja, nicht? Das safe. ist, alles ist möglich. Alles ist Safe. möglich. Aber das sind Kämpfe, die uns einfach mal wieder was gezeigt hätten. Und ich glaube, Christian Eckelin hat diesmal 77 scheinbar locker gemacht, wenn er es Ja. wieder macht. Alter, der Ja, ist in sah gut aus. 77 verdammt stark, ne? Ja, er sah gut aus auf jetzt endlich mal 77, von daher fand ich auf jeden Fall. Ja, Mann. Na gut, ich würde sagen, wir schließen das Thema Octagon 62, einfach Stadion-Event wieder vorbei. Man hat sich so lange drauf gefreut, jetzt ist es schon wieder vorbei. Schon krass, aber alles in allem eigentlich ein gelungenes Event, muss man sagen. Ausverkauft, 60.000 Yes. Leute. Ich glaube, RTL scheint zufrieden zu sein, was man diese, wie heißt das, diese RTL-Chefin, was sie so gerufen hat, wie zufrieden sie ist. Ja, Mann. Von daher, ich glaube, die sind da Aber ganz.
Aber wer weniger zufrieden ist, ist ein Typ, der einfach sein Gym verloren hat, oder? Was meinst du, Jim verloren? Ach so. So, einer Ja. hat da. So, Ja. jetzt hast du es kapiert. Ja, einer ist vielleicht nicht ganz Manche zufrieden, gewinnen aber dabei was, die anderen ja, verlieren was, aber ja, so ist das ein Mann, ein nun Wort. mal. So ist das. Ich würde sagen, wir schließen auch das Thema Octagon damit. Geiles Event, muss man sagen. Etwas, was man, ich glaube, mal so schnell nicht nochmal miterlebt. Und ich würde sagen, wir sprechen noch über ein paar Sachen, was jetzt am Wochenende stattfindet, denn Octagon 62 ist natürlich nicht das Ende von MMA Deutschland. Es geht natürlich weiter tatkräftig und wir haben da ein paar Events dieses Wochenende, über die wir sprechen, mit deutscher Beteiligung. Wir haben jetzt am Wochenende The Cage in Braunschweig, wo ich auch vor Ort sein werde. Von dort bekommt ihr natürlich auch einen Vlog, ein paar Interviews und so weiter und so fort. Der gute Chris begleitet mich, ihr müsst ihn mittlerweile kennen, mein Rücken. Und ja, wir sprechen ein bisschen über die Fight Card. Wir haben da ein paar gute Kämpfe, wir haben da viele Amateurkämpfe, vor allen Dingen die Jungs aus dem Launder werden da alle kämpfen, die Amateure. Ich glaube, der erste Amateurkampf, über den wir sprechen, der sehr, sehr interessant ist, ist Achmaumarov gegen Achmadov auf 90 Kilogramm. Achmaumarov hat die Chance, den 10. Amateurkampf in Folge zu gewinnen. Ist ein geiler Kampf, auf den ich mich unfassbar freue, noch in den Prelims, auf der Undercard. Ja, Achmaumarov dabei, auf den freue ich mich sehr. Dann haben wir wir fangen mit der Main Card an. Ein geiler Kampf im Fliegengewicht. Und zwar, wie spricht man ihn aus? Warte mal kurz, ich muss mal gerade gucken, wie er genau heißt. Auf jeden Fall Nuri Aslan gegen den Flyweight aus dem Launda. Ich weiß gar nicht genau, wie man ihn gerade ausspricht. Auf jeden Fall beide 1 zu 0. Meinst du Faridun Kodirov? Genau, Kudirov. Ich kann es jetzt nicht gerade lesen. Kudirov, genau. Gegen Nuri Aslan. Auch ein geiler Kampf. Beide 1 zu 0. Sein Pro-Debüt habe ich gesehen. Letztes Jahr in Magdeburg. Geiler Kampfstil. Richtige Schlacht geliefert in seinem Pro-Debüt. Jetzt gegen Nuri Aslan. Auch ein gefährlicher Mann, der auch 1 zu 0 steht. Könnte ein geiler Kampf werden. Könnte Fight of the Night werden. Trotz Flyweight. Die beiden können sich richtig hauen. Von daher freue ich mich da echt drauf. Dann haben wir da noch Okay, David. Nuri Aslan steht auf jeden Fall 0-0 bei Topology, ne? 0-0. Ah, ich dachte, okay, ich dachte, er steht 1-0. Dann hatte ich mich verlesen. Hatte Nur ich bei das falsch im Topology, Kopf? ja. Ja, okay. Dann haben wir da David Kasumian gegen McGrattan. Eigentlich sollte Kasumian gegen Pihacek kämpfen. Der hat sich verletzt. McGrattan ist aus dem Team von Dominikas Norkus. Auch ein sehr, sehr gefährlicher Typ, was mir erzählt worden ist. Auch einer, der richtig Biss hat. So einer von den jungen Iren. Boah, schwer einzuschätzen. Kasumian ist schon richtig, richtig gefährlich im Stand, was er zuletzt gezeigt hat. Geiler Kampf. Könnte auch Wahnsinn werden. Und dann mein persönlicher Favorit, Sören Dubelzig gegen Lukas Kraus. Lukas Kraus hat die Chance, 3 zu 0 dieses Jahr zu werden. Hat es mit 0-0 gestartet, könnte das Jahr mit 3-0 beenden. Und Sören Dubelzig kommt aus Braunschweig, ist Lokalmatador, wird seine Fans auf der Seite haben, steht 1-1. Ja, hat zuletzt gegen Tom Götz gewonnen. Was erwartest du da? Dominant von Lukas Kraus oder siehst du da sogar eine Überraschung? Du, dominant sage ich nicht, weil der Dubielzig kann was auf jeden Fall, ist ein guter Gegner für den Lukas Kraus. Und ich glaube, wenn einer aktuell in dieser Position ist, von den Lukas Kraus das Beste rauszuholen, dann ist es Dubielzig aktuell. Denn Lukas Kraus steht 2 zu 0, hat zuletzt gegen Entschuldigung, Adnan Silic gekämpft, der Typ hat 5 Profikämpfe auf seinem Konto. Der andere hat gegen Tom Götz gewonnen. Ich sag dir ehrlich, 50-50. Natürlich, man sympathisiert mit dem Lukas Kraus, weil er so diesen neue so Upcoming-Star ist, junger Typ, der gut aussieht, der wirklich gut kämpfen kann. Aber den Sören Tubielczyk, der trainiert auch sehr hart. Und ja, ich sage mal 50-50. Also ich weiß es nicht. Muss man hier Prediction abgeben? Nein, muss man nicht. Brauchst du nicht, keine Sorge. Okay. Sehr gut. Dann haben wir und zwar Langen gegen Frischmuth. Hieß ja nicht anders. Warte mal kurz, ich mal gerade gucken. Ich war gerade leicht verwirrt. Hieß Lukas Menzel, Lukas Menzel. oder? Vielleicht hat er geheiratet, keine Ahnung. Auf jeden Fall Langen gegen Frischmuth. Ein Kampf könnte Oder auch ist es ein richtig. neuer Gegner? Nein, 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 ich habe schon geguckt, ich habe schon geguckt. Ich glaube, ich muss mal nachfragen. Kann sein, dass
geheiratet, keine Ahnung. auf jeden Fall ein Kampf im Mittelgewicht, Langen gegen Frischmuth. Könnte auch ein richtiger Banger werden, glaube ich. Im Mittelgewicht. Langen war der, der bei KSW gekämpft hat, ne? Das hatten wir auch schon ein paar Mal gesprochen. Genau, richtig. Ja. Auch ein Kampf könnte ein Banger werden. Es sind zwar nicht die schönsten Doch. Records einmal, sage ich mal, aber haben halt alle Potenzial, richtig zu knallen und deswegen auch ein richtig, richtig guter Kampf. Und dann haben wir im Co-Main-Event das Pro-Debüt von Tom Hüllemann gegen Abassi. Auch, ich sag mal so, bei Tom Hüllemann ist das Ding, sein Pro-Debüt ist ja schon so lange im Gespräch, sehr, sehr gehypt, hat schon als Amateur deutsche Meisterschaft gewonnen, bei, ich glaube, WM Bronze gewonnen. Und jetzt gibt er endlich sein Pro-Debüt. Und ja, wie siehst du? Ich meine, du hast mit Tom schon kommentiert, kennst ihn ein bisschen besser. Wie schätzt du das ein? Ja, also so kämpferisch bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, weil Tom war bei Amateuren echt sehr gut dabei, hat lange Jahre Gas gegeben. Wir haben immer nur darauf gewartet, bis er endlich mal sein Profi-Debüt absolviert. Jetzt ist es soweit, in seine Heimat Braunschweig kann er einlaufen. Wird er den Kampf gewinnen, werden wir am Samstag herausfinden. Bei den Amateuren hat er letzte Jahren ein paar Niederlagen gegen Tim Schwabe oder gegen Joshua Homberg. Alles gute Leute. Aber davor hat er auch auf jeden Fall bei Amateuren abgeliefert. Ich trau ihm Sieg zu und ich traue ihm sogar vorzeitig Sieg zu. Also, das ist so ein Tom Höllmann ist für mich so eine Hoffnung für den Schwergewicht auch. Einer der, sag ich mal, junge, hungrige Talente, die wirklich in Schwergewicht mitmischen können. Und du weißt, bei Schwergewicht geht das ganz schnell. Manchmal machst du zwei, drei gute Kämpfe und da gehst du schon wirklich zu Oktagon, bist du bei KSW, bist du bei Ares Fighting, dann nochmal zwei, drei schnelle Siege oder sonstiges und dann bist du schneller bei der UFC, als du denkst. Yes, definitiv. Und dann kommen wir ja auch schon zum Main Event. Dominika Snorkas gegen, und jetzt lass mich ja gucken, wie man ihn ausspricht, Hyram Rodriguez. Das Ding ist, Robin Frank ist kurzfristig ausgefallen. Natürlich findet man in ein paar Tagen Short Notice nicht die besten Gegner, sage ich mal, aber mit Rodriguez, ich habe mir den gerade nochmal angeguckt, 21 zu 41 steht da, genau. Aber ey, hat schon gegen Jano Ehrens gekämpft, Max Kuhar gekämpft, Lom Alieskiew gekämpft. Also der ist schon gut rumgekommen, kommt jetzt aus zwei Siegen tatsächlich, gegen nicht mal schlechte Gegner, muss man sagen. Zuletzt gekämpft im Juni. Und Dominika Snorkos ist ein Riesentalent, hat zuletzt bei UAE Warriors gegen verdammt starken Typen einen Sieg geholt. Und ey, der Typ ist brutal. Ich freue mich, ihn zu sehen. Weil, ich sag mal so, viele können mit dem Namen vielleicht nicht viel anfangen in Deutschland, aber Dominika Snorkos ist einer der besten Youngsters, sag ich mal, die auf jeden Fall hervorkommen. Und ich finde es geil, den in Deutschland zu sehen. Ich finde es auch gut, dass The Cage weiter an ihm festhält, weil der aus dem kann was echt Krasses Ja, werden. Mann. Und darauf freue ich mich extrem, ja. Ja, der Typ ist einfach brutal. Du wirst sehen, wenn du ihn kennenlernst, was für ein Aura der ausstrahlt. Ich habe damals den Kampf gegen Kevin Ernst, ne, das war bei The Cage in Rostock, mitkommentiert, mit ihm auch dann Post-Fight-Interview in Käfig gemacht. Der Typ ist einfach nur. Ich habe ihm gesagt, hey, du bist der neue Conor McGregor. Dann hat er angefangen zu lachen. Er ist lustig, er ist selbstbewusst und seine Stärke ist, er hört extrem an seine Ecke. Ne? Was sein Trainer gesagt hat, das hat er getan. Ich dachte, der Trainer hat irgendwo Controller in Hand und spielt er mit ihm, ne? So wie bei UFC 3 so zum Beispiel. Ne? Aber der Dominikas ist wirklich super talentiert. Und ich glaube, es ist nur der Frage der Zeit, bis eine größere, sag ich mal, Veranstaltungsreihe nach ihm greift, weil er ist unterhaltsam, hat guten Kampfstil, sieht gut aus, kann sich gut vermarkten, spricht perfekt Englisch, ne, weil er ist da quasi geboren, aufgewachsen. Top, 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 top Fight für The Cage. Auf jeden Fall sehr guten Main Event, auch wenn es vielen deutschen Zuschauern vielleicht absolut nichts sagt. Glaub es mir, bei Dominika Snorkos, da kann ich euch schon mal mit versichern, da werdet ihr nicht enttäuscht. Von seinem Gegner weiß ich nicht, was ich da erwarten soll, aber von Norkos auf jeden Fall einen richtig guten Kampf. Yes, das Ganze könnt ihr, glaube ich, auf dem The Cage YouTube-Channel. Ich weiß nicht, ob for free. Ich weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall könnt ihr es dort sehen, die Veranstaltung. Also schaltet da auf jeden Fall ab.
17 Uhr ein oder kommt einfach vorbei, wenn ihr aus der Nähe seid. Es gibt noch ein paar Tickets, wird eine coole Veranstaltung. Kommt da auf jeden Fall vorbei. Ich bin dort auch am Start. Und dann haben wir noch ein kleines Thema. Und zwar haben wir die PFL in Abu Dhabi dieses Wochenende. Und dort möchte ich auf jeden Fall über einen Kampf reden, weil ich sag mal so, Francis Ngannou gegen Renan Ferreira. Okay, bin ich mal gespannt, aber ein Kampf mit deutscher Beteiligung, Zweier, die wir auch beide sehr, sehr gut persönlich kennen, und zwar Hussein Khalilmagomayev gegen Zafar Mosen. Hussein habe ich noch bei Lom seinem Kampf mit ihm ein bisschen länger geredet. Ey, ich mag den Kerl unfassbar. Hussein, sehr, sehr bodenständig, brutaler Kämpfer. Der Typ ist richtig ready, war jetzt auch im Polen im Gym von Jan Blachowicz am Trainieren die ganze Zeit mit Lom und auch Leuten, KSW-Kämpfern, wie ich glaube Adam Soldayev, glaube ich, und richtig brutalen Leuten. Ich habe mir das Training ein bisschen angeguckt. Lom hat da ein paar Vlogs hochgeladen und Zafar Mosen auf der anderen Seite bei GCP gute Kämpfe gemacht, bei NFC gute Kämpfe gemacht. Auch guter Kämpfer, einer der höflichsten Leute, die ich jemals kennengelernt habe. Und die beiden kämpfen gegeneinander. Sag mir mal deine Meinung dazu. Ey, was soll ich dir sagen? Beide Top, absolut Top-Sportler treten gegeneinander auf. Der Zafar Mosen kommt ja hier aus meiner Gegend, ich wohne ja nicht weit von Mannheim. Der sollte kämpfen gegen Harry Hartwig bei Cage Warriors, um den Titel übrigens, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Hussein Khalilmagomayev, absolute Maschine. Wo hat er zuletzt gekämpft? War es das UFS oder was war das? Ja, genau. Oder? Hat er danach noch einen Kampf gemacht? Lass mal gerade gucken. Der hat doch danach noch einen Kampf gemacht, oder? Warte, ich schau mal gerade. Der hat zuletzt gegen, ja, doch, bei UFS, dann, gegen Georgi Abziauri gewonnen. Steht 10-1. Ja, Zafar Mosen auch ein guter Gegner. Also, let's dance. Ich bin sehr gespannt. Also, was möchtest du? Möchtest du von mir Prediction haben? Ja, sag mal. Komm, hau raus. Okay. Ich glaube, die Prediction kennst du mittlerweile schon. Denn, es ist echt schwer, Mann. Es ist sehr schwer, weil beide, ich habe jetzt gerade überlegt, okay, Kampfstil, beide auch sehr ähnlichen Kampfstil, würde ich sogar behaupten, obwohl Zafar Mosen ballert auch gerne in Stand-Up. Hussein Khalilmagomayev, schon wenn du das Name sagst, du weißt ganz genau, Ringen, sein Vater auf jeden Fall, ne? Also so richtig orthodoxen Ringen, so wie Lom Aliyev, brutal. Guck mal seine Sparringspartner, mit wem er alles Sparrings macht. Und er reist durch die ganze Europa, Polen, Deutschland, jawohl, Schweiz, überall, trainiert mit den Stärksten. Also ich würde sagen, tatsächlich in diesem Kampf würde ich wirklich knapp den Hussein Khalilmagomayev vorne sehen. Was sagst du? Ja, ich gehe da auf jeden Fall mit. Ich denke, Hussein macht das sogar durch Finish. Also ich finde den, ich bin ein riesen Fan von ihm. Also er ist brutal. Klar, Zafar, ich mag ihn auch, also ist gar nichts, aber wir müssen jetzt mal unsere Prediction abgeben. Am Ende gewinnt auch nur einer, das kann man auf jeden Fall sagen. Ja, und von daher, ich richtig, sein, aber ja, man muss einfach sagen, ey, mit allen Respekt, wir mögen Zafar Mosen, ich wünsche ihm auch Sieg, ich wünsche ihm auch, dass er natürlich auch Gesundheit aus dem Kampf, gesund aus dem Kampf kommt, genauso Hussein, wenn es andersrum ausgehen sollte, wie wir uns denken, aber bei Zafar Mosen gibt es so eine kleine Sache, die mich so ein bisschen triggert bei ihm, bei der Entscheidung, und das sind halt die Absagen, ne? Also wenn du dir bei Tapology anschaust, Harry Hartwig, Alisha Abdulloyev, Anatoly Bal, Osama Elzein, Simone de Anna, William Valentin, Christian Mach, das sind seit 2022 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Absagen. Man weiß es nicht, ob der hundertprozentig fit ist, wahrscheinlich schon. Es ist schon auf jeden Fall sehr cool, dass er bei PFL dabei ist, und ich hoffe mal nur, dass es nicht eine einmalige Sache ist. Weißt du, was ich auch gut krass finde bei Hussein? Der ist erst 24 Jahre alt, ne, Hussein? Das ist halt das Krasse. Der hat so eine riesen Zukunft noch vor sich. Und das finde ich krass. Das Ganze seht ihr bei The Zone. Ich glaube, ihr müsst euch ein extra Abo holen. Also, ich glaube, extra Pay-Per-View holen auf The Zone. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil, wie gesagt, ihr habt dann noch Ngannou gegen Ferreira und so weiter und so fort. Und der Card ist auf der Main-Card, ne? Also, Zafar Mosen gegen Hussein Khalilmagomayev. Das zeigt schon, wie die das auch wertschätzen. Das Ganze könnt ihr euch natürlich angucken auf The Zone. Ich gucke mal, ich habe mit Hussein geschrieben. Vielleicht
kriegen wir sogar ein Post-Fight-Interview hin, weil das, ich bin natürlich auch eine Woche später in Abu Dhabi und vielleicht kommen die Jungs, trifft man sich da. Hussein meinte, die gucken sich vielleicht den Kampf von Abus an. Deswegen bekommt ihr vielleicht sogar ein Post-Fight-Interview live aus Abu Dhabi heraus. Und ja, ich würde sagen, das war's dann auch, oder? Ja, ich glaube, das war's. Wir haben nochmal newstechnisch eine Sache, die man hier nochmal erwähnen kann. Und zwar, der Gianni Palocca, sein Kampf wurde verschoben auf München, Auf von Bratislava, München ja. nach Bratislava, Entschuldigung. Genau, da wird er gegen Karo Rishavi kämpfen, aber er hat geschrieben, ey, München lasse ich mir nicht entgehen. Also es klingt danach so, als hätte Johnny wirklich Bock gehabt. Er muss ein paar Sachen nachholen. Er möchte kämpfen, er hat Bock, auf jeden Fall, richtig coole Sache. So, Yes. nochmal eine Sache, bevor wir hier komplett Cut und komplett Schluss machen, wir alle schlafen gehen. Leute, vergiss nicht bitte, unseren Kanal zu abonnieren. Wir haben 1100 Abonnenten. Vielen Dank dafür, Geil. dass ihr dabei seid, dass ihr letzte Zeit wirklich unseren YouTube pusht. Das freut uns wirklich sehr. Danke für jeden Einzelnen, der MMA ohne Maske unterstützt, egal auf welche Plattform. Instagram, YouTube, OnlyFans, egal wo ihr seid, ne? OnlyFans von Julian. Danken wir euch dafür. Es ist ein cooles Statement. Und wir dürfen eine Sache nicht auslassen. Unser Vlog ist noch nicht online, deshalb müssen wir das ansprechen. Wir haben uns für euch eine coole Gewinnspiel überlegt. Und zwar, Julian, was haben wir uns überlegt? Du wirst es gleich zeigen. Ich werde das mal kurz erklären. Leute, das ist Octagon MMA Trikot. Das haben wir für euch gekauft. Wir haben uns natürlich einen schönen Edding mitgenommen. Und wir haben uns gedacht, für den geilen Support, den ihr bei uns leistet und dass ihr uns abonniert und dass ihr uns folgt und dass ihr uns pusht, wollen wir euch was zurückgeben. Wir haben ein Trikot mit den Unterschriften von fast allen Kämpfern, die auf der Fightcard gekämpft haben. Also, da ist auf jeden Fall Christian Eckelin dabei, da ist auf jeden Fall Christian Jungwirth dabei, Unterschrift von Kerim Engizek ist dabei, von Ilbay ist dabei. Mallory Partin ist dabei. Bojan Veličković hat da nicht gekämpft, trotzdem ist er da drauf. Stimmt. Eine Sache haben wir vergessen, der Marc Goddard haben wir vergessen. Scheiße. Verzeiht uns das, natürlich, jetzt, wenn ich mich so erinnere. Wer ist noch alles da drauf? Wer hat das alles unterschrieben? Max Holzer hat es unterschrieben. Max Johnny Holzer, Palocca hat es unterschrieben. Dominik Schober, Hojat Kayevand, wer hat da, wer haben wir, Will Fleury haben wir unterschreiben lassen, Lazar Todorov, die sind alle da drauf, also es ist, glaube ich, unfassbar Mallory geil. Martin, ja, alle. Melody Martin und solche Leute, also ich glaube, Herr Finina Fukas auch noch drauf, also da sind ein paar richtig geile Unterschriften dabei. Ey, ich würde es am liebsten selber behalten, ich würde es gar nicht hier rausschicken, Ah, weil Mann, warum sagen wir das eigentlich? Scheiße, aber ey, wir haben es für euch gemacht, als Dankeschön, als Riesendankeschön. Der Vlog kommt bald online, dort könnt ihr dann kommentieren, einen netten Kommentar drunter lassen. Ein Insta-Beitrag kommt auch nochmal, da habt ihr auch die Möglichkeit. Von daher, wenn der Vlog online kommt, ich hoffe, er kommt Samstag oder Sonntag online. Wie gesagt, wir hatten ein bisschen Komplikationen, aber ich hoffe, der Vlog kommt trotzdem noch online. Dort wird das Ganze auch nochmal ein bisschen besser erklärt. Und ich würde sagen, es ist ein geiles Gewinnspiel und ich würde sagen, wir ja. schließen damit auch die Folge, oder? Geiles. Ja, definitiv, das ist ein geiles Gewinnspiel und wir müssen erstmal sagen, okay, manche sagen, es sind nur 1000 Abonnenten, aber für uns sind das Gott sei Dank die 1000 Abonnenten. Ja. Es ist wichtig für uns und wenn ihr uns weiterhin pusht, so wie bis jetzt, wir wissen, ohne euch hätten wir, sage ich mal, vielleicht nicht mal die Möglichkeiten so wirklich gehabt, ne? Bei den Kämpfern dabei zu sein und wenn es weiterhin so geht, könnt ihr euch weiterhin auf ein paar coole Gewinnspiele bei uns freuen, denn wir haben guten Draht zu den Kämpfern und wir können uns immer was Cooles überlegen. Aber dafür müssen wir alle Gas geben und diesen Kanal muss wachsen. Dann werden wir auf jeden Fall für die Community, von der Community und für die Community auch natürlich was zurückgeben. In diesem Sinne schließen wir das mit diesen schönen Worten ab. Folge 74 ist im Kasten und wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche bei der nächsten Folge. Ich hoffe mal, der Vlog kommt auch die Woche nochmal online. Yes. Os, Haut rein. Ciao, am ciao. Schiss Faust.